Zusammengezählt haben wir mit allen Packs für die Sims 4 bestimmt schon mehrere tausend neue Objekte erhalten. Bei so vielen verschiedenen Packs wird es irgendwann ein wenig schwer herauszufinden, aus welchem ein Objekt überhaupt stammt. Schafft ihr es also, die Objekte, die ich euch gleich zeige, zum richtigen Pack zuzuordnen? Los geht's! Beginnen wir am Anfang mit diesem Tisch. Aus welchem Pack könnte dieser wohl sein? Ich gebe euch 5 Sekunden Bedenkzeit. Etwas schwer, da dieser Stil in ein paar verschiedenen Packs aufgetaucht ist, aber dieser Tisch stammt aus Hunde und Katzen. Weiter geht es mit diesen Dreadlocks, die vielleicht von den Kreativen im Erstelle einen Sim-Modus schnell erkannt werden. Aus welchem Pack kommen diese? Vielleicht habt ihr es schon erraten, diese Haare wurden mit einem Pack aus dem Jahr 2019, nämlich dem Strangerville Gameplay Pack, ins Spiel integriert. Jetzt aber weiter zu einem weiteren Baumodusobjekt, welches in insgesamt 11 verschiedenen Farben zur Auswahl steht. Auch hier wieder die Frage, wisst ihr aus welchem Accessoire, Gameplay oder Erweiterungspack dieses stammt? Wenn ich an dieses Pack denke, wird mir direkt warm. Es ist natürlich aus der Inselleben-Erweiterung. Als nächstes möchte ich euch noch diese Frisur hier zeigen. Ich persönlich finde es bei diesen oft etwas einfacher, als bei Klamotten das richtige Pack zuzuordnen. Aus welchem stammt denn diese nun? Wer hat es erraten? Die erste Erweiterung an die Arbeit brachte diese Frisur ins Spiel, sogar eine meiner Lieblingsobjekte im Erstelle einen Sim aus diesem Pack. Vom Erstelle einen Sim-Modus weiter in den Baumodus. Könnt ihr euch noch erinnern, aus welchem Pack dieser Schrank hier stammt? Das Pack, welches ihr aktuell kostenlos anspielen könnt, ist der Ursprung dieses Objektes, Nachhaltig Leben. Und als letztes gibt es nochmal etwas aus dem Cast. Dieser bunte Pulli war ebenfalls nicht im Basisspiel erhalten. Könnt ihr diesen zuordnen? Auch schon etwas länger her, das Elternfreuden Gameplay Pack brachte diesen und insgesamt 142 weitere neue Objekte ins Spiel. Das war es mit diesem Objekte-Quiz-Video. Wie viele der 6 verschiedenen Objekte habt ihr richtig erraten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.